Daisy Jones. Der Vortrack Boy. Der Echo Mann. Yo, du kennst mich nicht und wirst mich nie richtig kennenlernen. Der Fortrack Boy ist viel zu weit entfernt von dieser Welt, von diesem Geld, was du Gott nennst. Und das noch nicht einmal auf seinen Namen hört. Yo, du kennst mich nicht und wirst mich nie richtig kennenlernen. Der Fortrack Boy ist viel zu weit entfernt von dieser Welt, von diesem Geld, was du Gott nennst. Und das noch nicht einmal auf seinen Namen hört. Ich lese das Buch, bevor ich auf es schwöre. In meinem Zug gibt es keine Kontrolleure. Und selbst wenn es sie gäbe, hätte ich ihnen was zu zeigen. Und muss noch nicht mal Kundennummern auf mein Ticket schreiben. Meinem Zweifel unterliegt keine Entscheidung, sondern eine weitere ungelesene Zeitung. Ich lass mich nicht auf irgendwelche Teufelskreise ein. Du willst weise sein, bild dir nichts auf deine paar Lesereien ein. Ich reihe mich ein, das Erschießungskommando war nie so gut drauf wie heute. Ich scheiß auf die Leute scheißen auf mich. Klopapier, das vermittelnde Universum zwischen dir und mir. Yo, du kennst mich nicht und wirst mich nie richtig kennenlernen. Der Fortrack Boy ist viel zu weit entfernt von dieser Welt, von diesem Geld, was du Gott nennst. Und das noch nicht einmal auf seinen Namen hört. Yo, du kennst mich nicht und wirst mich nie richtig kennenlernen. Der Fortrack Boy ist viel zu weit entfernt von dieser Welt, von diesem Geld, was du Gott nennst. Und das noch nicht einmal auf seinen Namen hört. Deine Empfindlichkeit hat Folgen, der Wind schminkt sich mit Wolken und die Make-up-Industrie macht auch gut Wetter. Die Rap-Industrie macht gute Rapper mit guten Texten, die du auch deiner Mutter vorspielen würdest, fuck you. Der Gott der Geometrie, Jesus Christus der Spiele, das absolute Ende, der Fetischismus der Ziele. Am Ende haben wir alle einen Gott oder einen bösartigen Krebs. Die Welt ist kalt, zieh den ganzen Kleiderschrank an. Der Zwiespalt findet nur im Zusammenhang Anklang. Und ob du ein Rapstar bist, das merkst du erst daran, dass du in politischen Talkshows verkehrst und mit anerkannten Instanzen den Mammon verehrst. Kinder, die Arithmetik mit Staatsschulden lehrst. Am Ende haben wir alle einen Gott. Am Ende hat jedes Land eine Währung. Am Ende hat jeder Staat Schulden, rest in peace, Pesos, deutsche Mark, France und Gulden. Yeah.